Täglich werden in den Filialen der Migros mehrere Millionen von Artikeln verkauft. Damit der Nachschub für jedes einzelne Produkt immer reibungslos funktioniert, muss jedes von ihnen rechtzeitig bei den Lieferanten bestellt werden. Sie werden direkt oder über Zwischenstationen geliefert. Sie werden kontrolliert und verrechnet. Dank EDI, das heißt dem elektronischen Datenaustausch zwischen den Handelspartnern, läuft der ganze Beschaffungsprozess heute weitgehend automatisiert ab und es entsteht ein konstant pulsierender Kreislauf. In diesem Film sehen Sie am Beispiel eines einzelnen Produktes, wie es die ganze Supply Chain vom Hersteller bis zum Verkauf im Einzelhandel dank EDI und den Standards von GS1 reibungslos durchläuft. Der elektronische Austausch von Informationen ist dann besonders effizient, wenn sie zwischen den Systemen der einzelnen Handelspartner ohne weitere Bearbeitung fließen können. Das Stichwort heißt hier einheitliche Standards. Seit vielen Jahren setzen die Schweizer Detailhändler dafür auf das GS1-System, das mit seinen Standards die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Die GS1 ist eine weltweit tätige Not-for-Profit-Organisation, die diese Standards in enger Zusammenarbeit mit Handel und Industrie entwickelt hat und laufend an die aktuellen Bedürfnisse der Partner und an die technologischen Fortschritte anpasst. Bei der Migros durchläuft ein Produkt die Wertschöpfungskette, die sogenannte Supply Chain, von der Bestellung über die Lieferung bis hin zum Abverkauf. Im täglichen Geschäft des Detailhandels wiederholt sich dieser Prozess millionenfach. Für jedes Produkt und für jede Filiale. Es entsteht ein konstant pulsierender Kreislauf. Am Anfang der Supply Chain steht jeweils die Bestellung von Waren bei einem Lieferanten. Doch an welchem Punkt genau wird so eine Bestellung ausgelöst und wie funktioniert das? In unserem Beispiel kauft ein Kunde in einer Mikrofiliale eine Packung Totalwaschmittel. Durch das Scannen des Strichcodes ruft die Kasse nun nicht nur den Preis des Artikels ab, sondern sendet gleichzeitig eine Abbuchung des Artikelbestandes ans zentrale Warenwirtschaftssystem. Der Strichcode auf dem Produkt ist das bekannteste Element des GS1-Systems. Er beinhaltet die sogenannte GTIN. GTIN steht für Global Trade Item Number. Diese Produktidentifikation ist weltweit eindeutig. Das heißt, kein anderes Produkt außer unser Totalwaschmittel trägt diese Nummer. Der Aufbau der GTIN ist durch GS1 definiert. Innerhalb dieser Richtlinien vergibt jeweils der Markeninhaber die Nummern für jedes seiner Produkte. In der Zwischenzeit wurden nun bereits mehrere Packungen des Waschmittels total verkauft und der definierte Mindestbestand des Produktes in der Filiale wurde unterschritten. Das Warenwirtschaftssystem in der Zentrale erstellt daraufhin automatisch eine Bestellung. Hinzu kommen in diesem Fall weitere Bestellungen für weitere Filialen, sodass die Bestellungen gesammelt an den Lieferanten verschickt werden können. Dieser Versand erfolgt nun vollständig elektronisch via EDI. Aber was sind die Voraussetzungen für EDI? Viele Händler, wie auch die Migros, bieten ihren Lieferanten zwei Varianten an, um sich per EDI anzubinden. Bei der Variante Classic EDI wird eine direkte Schnittstelle zwischen den Warenwirtschaftssystemen des Händlers und des Lieferanten eingerichtet. Damit können sogenannte EANCOM-Meldungen ausgetauscht werden, die auf einem weltweit standardisierten Format basieren. Dieses heißt kurz EDIFACT. Diese Variante der direkten Anbindung wird auch als Eigenlösung bezeichnet. Bei der zweiten Variante entfällt die Einrichtung der Schnittstelle. Der Lieferant kann ohne Investitionskosten via Internet ein sogenanntes Web-EDI verwenden, das durch den Händler zur Verfügung gestellt wird. Bei der Migros heißt dieses System MLS Online. Eine wichtige Grundvoraussetzung, um Bestellungen via EDI abzuwickeln, ist, dass die Stammdaten in den Systemen des Händlers und des Lieferanten aufeinander abgestimmt sind. Diese Abstimmung der Daten kann ebenfalls elektronisch erfolgen. Ist Classic EDI oder Web EDI erfolgreich eingerichtet worden, steht der elektronischen Übermittlung der Bestellung nichts mehr im Weg. Für die technische Bezeichnung der Bestellung wird der Begriff Orders verwendet. Anstelle der klassischen Adressanschriften wie Liefer- oder Rechnungsadressen wird in den Orders ein weiterer GS1-Identifikationsschlüssel, die Global Location Number, kurz GLN, eingesetzt. Sowohl der Lieferant, an den die Bestellung geschickt wird, hat eine weltweit eindeutige GLN, wie auch der Käufer und jede seiner Filialen.
Beim Lieferanten angekommen, wird die Bestellung von dessen Warenwirtschaftssystem eingelesen. Die Bestellung enthält die G-TIN unseres Totalwaschmittels und entsprechend kann die Ware bereitgestellt werden. Um die einzelnen Waschmittelpackungen nun für den Transport bereit zu machen und zu rüsten, werden sie in größere logistische Einheiten verpackt. Während das einzelne Produkt, das der Kunde in der Filiale kauft, als Consumer Unit oder kurz CU bezeichnet wird, werden die übergeordneten Handelseinheiten als Trade Unit, kurz TU, bezeichnet. Auf jeder Packung Totalwaschmittel, also der Consumer Unit, ist die G-TIN in Form des EAN-13-Codes aufgedruckt. Die größeren Trade Units erhalten nun ebenfalls eine G-TIN. Hier hat aber der Strichcode ein anderes Format. Es wird ein GS1-128-Strichcode verwendet. Die TUs, also die Trade Units, werden für den Transport auf Paletten oder anderen geeigneten Gebinden zusammengefasst. Diese werden in der Supply Chain als Logistic Units bezeichnet, abgekürzt LU. Auch die LUs erhalten eine Etikette mit einer eindeutigen Nummer, den Serial Shipping Container Code, SSCC. Der SSCC wird auch in einem GS1-128-Code dargestellt. Der Ware wird abschließend ein Lieferschein mitgegeben, der alle Informationen zur Bestellung, Anlieferung und über die enthaltenen Artikel umfasst. In unserem Beispiel erfolgt die Lieferung direkt zur Mikrofiliale. Diese direkte Lieferung wird als Direct-to-Store-Prozess bezeichnet. In vielen Fällen erfolgt die Lieferung auch über ein bis zwei Zwischenstationen wie Distributoren oder Verteilzentren. Ist nun der Lastwagen unterwegs zur Filiale, wird aus dem System des Lieferanten der elektronische Lieferavi verschickt, der sogenannte Dispatch Advice, kurz DES-ADV. Dieser enthält alle Informationen zur Lieferung und es ist wichtig, dass diese Informationen rechtzeitig vor dem Ankommen der Ware an den Empfänger übermittelt werden. Beim Wareneingang werden die SSCC-Etiketten gescannt und dank dem DES-ADV kann das System des Empfängers die angelieferten Mengen automatisch in den Lagerbestand der Filiale einbuchen. Diese Buchung ist die Voraussetzung dafür, dass die gelieferte Menge später verrechnet werden kann. Nun können die eingegangenen Artikel ausgepackt und ins Regal gestellt werden. Damit ist der eigentliche Warenkreislauf abgeschlossen und die Lieferung kann verrechnet werden. Auch die Verrechnung wird via EDI zuverlässig und schnell abgewickelt. Die elektronisch versendete Rechnung wird als Invoice bezeichnet. Sie enthält unter anderem die G-TIN der gelieferten Produkte sowie die dazugehörenden Preise. Auch in dieser EDI-Nachricht werden Absender und Rechnungsempfänger mit der GLN identifiziert. Alle eingegangenen Rechnungen werden zusammengefasst und periodisch in Zahlung gegeben. Wünscht dies der Lieferant, erhält er zudem einen elektronischen Zahlungsavi mit der Bezeichnung REM-ADV. Wie im Beispiel mit dem Waschmittel Total sorgt EDI Tag für Tag für die lückenlose und effiziente Abwicklung der komplexen Supply Chain im Detailhandel. Alleine in der Mikro werden jedes Jahr 7 Millionen Belege mit über 600 Lieferanten vollständig elektronisch ausgetauscht. Das reduziert Kosten und macht die Abläufe sicher und schnell. Das GS1-System und die EDI-Standards machen dies möglich.